Herr Schneider, die Tire in Cologne, ja, eine neue Messe, international angelegt, neuer Standort, die gesamte Auslegung mehr in Richtung Weltmarkt. Wie zufrieden sind Sie bisher nach den ersten Eindrücken? Wir sind sehr zufrieden. Der Wechsel des Messestandorts von der früheren Reifen Essen nach Köln war durchaus denkbar, hatte auch seine Gründe. Auch gerade das Umfeld ist sehr schön in Köln. Durch die Anbindung, die ganze Infrastruktur in Köln, die wesentlich besser ist als bei anderen Messestandorten. Für eine Branche wie Räder und Reifen ist das ideal. Wir fühlen uns sehr wohl. Nach 2 Tagen, also 50%, können wir das sagen. Ja, und der Name lässt es ja vermuten. Tire Cologne, man will raus in die große, weite Welt. Genau, richtig, richtig. Mobility, der Reifen ist ein ganz großes Werkzeug. Und die Felge, die muss das auch halten. Und deswegen passt das absolut. Das ist auch für die Messe ein großer Zugewinn. In ganzen Mobilitätsfragen, die derzeit überall existieren. Jeder möchte seine ganze Freiheit ausleben wollen. Und da gehört der Reifen und das Rad natürlich auch dazu. Und ihr habt schon abgeräumt, Kreativpreis 2018 der Industrie fürs Best Future Concept. Wir sehen im Hintergrund die Räder, die diesen Preis ins Hause Borbeck gebracht haben. Was zeichnet sie aus? Was ist der Vorteil? Ja, es ist eine Studie, die schon ein paar Jahre früher angefangen hat, gemeinsam mit verschiedenen Hochschulen, aber auch mit unseren Kunden aus der Erstausrüstung, sprich Automobilherstellern, die auch diese Produkte derzeit heute entwickeln, gemeinsam mit uns und auch später in den Markt bringen werden. Die Studien, die wir hier zeigen, ist ein reines Konzept. So könnte es aussehen, so könnte es funktionieren vom Zusammenbau. Die großen Effekte und Mehrwerte, die wir dadurch generieren für die Industrie, aber letzten Endes auch für den Endverbraucher, ist zum einen ein aerodynamischer Mehrwert des Rades, das ja auch schon leicht ist, weil wir eben den Werkstoff Leichtmetall als Aluminium dort verarbeiten. Also es ist leicht, es ist aerodynamisch, reduziert die Windanpresskräfte im Fahrzeug, unterstützt dadurch auch und verbessert auch den CW-Wert des Fahrzeuges. Und letzten Endes die Anbauteile in dieser Hybridstudie, die wir vorgestellt haben, aus Plastik, kann man auch noch individualisieren durch verschiedene Farben und Oberflächen. Und die geben dann eben diesen Mehrwert in diesen 3 Themen. Leichtbau, Aerodynamik und Individualität. Kann man das in Prozenten beziffern, wie viel effizienter solch ein Rad sein könnte? Also in Prozenten kann man es, ja, man könnte es, aber es ist halt fahrzeugabhängig. Wenn Sie ein SUV zum Beispiel fahren, was wir in einer Studie gemacht haben, haben Sie eine Optimierung bis zu 17%, sprich ungefähr 1 Kilogramm Radlast, 1 Kilogramm Radgewicht, das Sie da zum Beispiel besser generieren können, indem Sie weniger Luftanpressflächen bieten und eben den besten aerodynamischen Wert fürs Fahrzeug am Ende des Tages bieten. Und das wirkt sich in der Theorie dann auf alles aus, auf den Spritverbrauch, auf den Reifenverschleiß, aufs Handling. Auf die Emissionen. Und wie Sie richtig sagen, auch aufs Handling. Das heißt, die Performance ist nach wie vor besser gegeben. Kann einhergehend auch mit einer speziellen Reifentechnologie noch mehr effektiv gestaltet und ausgearbeitet werden. Aber wie gesagt, es ist unsere Studie. Es gibt von unserer Marke kein Produkt. Aber es werden einige Produkte mit den nächsten Fahrzeuggenerationen von verschiedenen Automobilherstellern von A bis V, die werden dann kommen. Wann kann man damit rechnen als Verbraucher? Wann habe ich sowas? Also man kann das bei verschiedenen elektrifizierten Fahrzeugkonzepten, bei SUVs von verschiedenen deutschen Marken schon nächstes Jahr sicherlich dann auf einigen Messen auch sehen. Und es wird so im Herbst 2019 kommen solche Produkte begleiten mit Neuanlauf von neuen Fahrzeugen auf den Markt. Hochinteressant, das ganze Thema, ohnehin ja die Branche in einem Umbruch, das muss man sagen. Digitalisierung, eines der großen Stichworte. Was bedeutet das fürs Hause Borbeck und wie gut sind Sie darauf vorbereitet, auf die Zukunft, die Sie nicht mehr aufhalten lässt? Ja, Digitalisierung ist ganz wichtiges Thema. Das ist aber bei unserem Produkt schwierig darzustellen. Wir haben ein mechanisch funktionierendes Produkt, das seine Eigenschaften haben muss und haben kann. Wir konzentrieren uns da auf verschiedene Leichtbautechnologien, die wir auch selbst nur in unserer Gruppe haben und andere nicht. Wir haben dort einige Möglichkeiten, das Rad so effizient wie möglich zu entwickeln, aber auch dann auch zu produzieren und letzten Endes um diese generierte, die neue Welt auch zu begleiten mit besseren Schadstoffemissionen und weniger Verbrauch und ressourcenschonenden Entwicklungen. Geht mittlerweile im Jahr 2018 Effizienz, Emissionswerte vor Design? Ja, beim einen ja, beim anderen nicht. Ich würde sagen, das ist 50-50. Also Form follows Function und manchmal Function auf follows Form. Das ist total unterschiedlich. Das ist aber genau der Ansatz für unsere Ingenieure, alles möglich zu machen. Deswegen auch die Studie, offene und leichte Raddesigns zu machen, die zum Beispiel über Hybrid mit Plastikanbauteilen dann kein unbedingt größeres Gewicht haben, aber halt eben diesen Mehrwert generieren. Also wir sind da völlig offen.
Wir können alles gießen, alles was gießbar ist, können wir umsetzen. Und da ist egal. Also der Kunde gibt da den Takt vor, was wichtiger ist. Die Form, die Effizienz oder halt wirklich auch das Design. Als Unternehmen aus dem Hochsauerland, wo Borbert ist, mittlerweile ja gewachsen. Was sind die wichtigsten anstehenden Aufgaben für die Zukunft? Ja, genau da weiterzumachen. Eben in jedem Fokus steht der Kunde an erster Stelle. Wir haben die größten Kundenanforderungen, wir haben ein großes Kundenportfolio in der Erstausrüstung. Wir sind mittlerweile 4.800 Mitarbeitern in 8 verschiedenen Produktionsstätten. 5 in Deutschland, 1 in Österreich, 1 in Südafrika, in den USA. Wir begleiten die Automobilindustrie, sehen uns als Dienstleister. Sowohl bei der Automobilindustrie als auch bei uns ist der Kundenwunsch maßgebend ganz vorne. Und so richten wir die Entwicklung aus. Begleitet natürlich von allen Effizienzthemen in der Produktion oder Digitalisierung durch Industrie 4.0, Anbindung durch unsere Kunden, die gerade die Automobilindustrie fordert. Die möchte nicht nur ihre Bestellung abgeben, sondern auch wissen, wo sich ihre Bestellung in unserem Produktionsablauf befindet. Und das sind genau die Themen, in denen wir uns in Zukunft stellen werden. Dann wünschen wir weiterhin eine schöne Tire Cologne und eine gute, positive Zukunft. Danke. Dankeschön.